Hallo, ich wurde in der letzten Zeit oft gefragt, was besser ist, ob man über das Sammelstück in die Pumpe reingeht oder halt ganz normal über Tank für Stutzen. Und ja, da kann man halt relativ schwierig eine Aussage zu geben, ja, weil es ist halt verschieden. Es kommt immer darauf an, was will ich machen. Wann entschließe ich mich dazu, übers Sammelstück zu gehen und wann über den Tankfischstutzen? Viele werden jetzt pauschal sagen, ah, über Sammelstück geht bedeutend mehr Wasser in die Pumpe als über den Tankfischstutzen. Ja, die Leute haben recht. Ja, also hier kann ich bedeutend mehr Wasser durchprügeln als durch den Tankfischstutzen. Die Frage ist nur, brauche ich so viel Wasser? Wenn ich jetzt einen Wohnungsbrand habe, einen Kellerbrand, einen Zimmerbrand, dann brauche ich nicht so viel Wasser. Ja, ich kann jetzt hier in dem Fall, kann ich bis 1600 Liter durch die Tankfüllstutzen ja, füllen, ja, dass ich als 1600 Liter Wasser pro Minute abgeben kann. Über das Sammelstück ist es bedeutend mehr. Da kann ich so viel reinhauen, wie die Pumpe halt verarbeiten kann. Ich unterrichte es halt mittlerweile so, dass ich sage, bis 800 Liter, was man halt so abschätzen kann, bis 800 Liter gehe ich über Tankfüllstutzen und alles, was darüber ist, über das Sammelstück. Und warum das so ist oder warum ich mich dazu entschlossen habe, das so zu unterrichten und warum ich es selber so mache, das erkläre ich euch jetzt auch noch. Okay, fange ich mal mit dem Sammelstück an. Ja? Sammelstück ist halt immer so eine Sache, gerade am Anfang vom kritischen Wohnungsbrand habe ich ja immer zu wenig Personal. Ich muss halt als Maschinist die Abendschutzüberwachung machen, das machen wir so hier. Ich muss die Geräte entnehmen, ich muss den Angriffstrupp unterstützen. Halt, was weiß ich, wenn die eine Leiter brauchen, muss ich auf dem Dach. Und da ist es natürlich wesentlich zeitaufwendiger, wenn ich hingehe und über das Sammelstück meine Pumpe befüllen. Und wenn ich jetzt Wasser vom Hydranten bekomme, beim Tankfüllstutzen, kann das Wasser einfach dann hier gegenströmen, wenn der angeschlossen ist. Und beim Sammelstück müsste ich ja erstmal hingehen, also das Sammelstück dran machen, dann die Leitung anschließen. Und dann muss ich ja warten, bis das Wasser da ist, weil ich muss ja zeitgleich, wenn die Säule ankommt, umstellen von Tank auf Saugbetrieb. Und das muss ich halt hier alles nicht machen. Da bleibt mir halt einfach mehr Zeit für die Atemschutzüberwachung, für Geräteentnahme, Unterstützung. So, dann heißt also, wenn ich jetzt den Tankfüllstutzen, ja, wenn ich über den Tankfüllstutzen reingehe, bekomme ich den Schlauch, schließe den an und dann ist fertig. Dann können die mir Wasser aufdrehen, da brauche ich nicht mehr drauf aufpassen, weil dann steht hier das Wasser an und gut. Ja, und dann haben wir noch die Geschichte mit dem Druck. Bekomme ich jetzt über das Sammelstück Druck in die Pumpe, dann erzeugt die Pumpe, wenn sie an ist, mir immer einen höheren Druck. Also sprich jetzt, ich bekomme jetzt 5 Bar rein, mache die Pumpe an, kann es schon sein, dass der Druck zu hoch ist für meine Strahlrohre. Wir haben jetzt hier Strahlrohre mit 6 Bar, also die brauchen 6 Bar vorne am Strahlrohr. Und jetzt habe ich mal einen leistungsstarken Hydranten, der macht mir 6 oder 7 Bar, dann kann ich diesen Druck gar nicht halten. Jetzt könnte ich die Pumpe ausmachen, dann kann es aber sein, dass der Druck wieder zu niedrig ist. Und sobald ich halt über den Tankfüllstutzen gehe, kann ich ja selbst entscheiden, wie viel Ausgangsdruck ich habe. Sollte mir die Zubringerleitung, sollte mal da passieren, dass ich kein Wasser bekomme, weil der Schlauch hinten geplatzt ist, weil irgendein Auto da drauf gefahren ist, habe ich halt das Problem, dann habe ich sofort eine Nullförderung. Es kommt durch die Pumpe kein Wasser mehr. Und wenn ich gerade oben auf dem Dach bin, kann ich nicht schnell genug reagieren, um das umzustellen, ja, vom Tank oder vom Saugbetrieb auf Tankbetrieb. Da dauert halt und so lange hat der Angriffstrupp im Gebäude kein Wasser. Und gerade der Angriffstrupp braucht ja immer Wasser, weil jeder, der das kennt, das ist eine relativ beschissene Situation, wenn ich im kritischen Wohnungsbrand bin oder im Kellerbrand bin und auf einmal habe ich kein Wasser mehr. Und so wäre halt der Fall, wenn ich über mein Sammelstück gehe, wenn ich über meinen Tankfüllstutzen gehe. Und mir fährt einer über die Leitung, habe ich immer noch den Puffer als Tank. Der andere Nachteil ist halt, gerade wenn ich jetzt hier vorne, ich hole mal eben einen Schlauch dabei, gerade wenn ich jetzt hier vorne mal einen Schlauch dran mache, ja, habe ich halt das Problem, dass hier vorne ich immer eine Knickstelle habe. Und hier passiert es halt häufiger, hier schält sich gerne der Schlauch ab. Ja, ich habe es schon oft erlebt, dann geht der Schlauch, der schält sich hier ab. Dann kann ich natürlich relativ schnell reagieren, indem ich einfach hingehe auf Saugbetrieb auch umstelle oder vom Saugbetrieb auf Tankbetrieb wieder umstelle. Problem dabei ist halt immer nur, vielleicht kann ich es nicht. Weil sollte der Schlauch komplett ab sein und der schlägt hier so rum, komme ich vielleicht nicht an die Pumpe. Und
oder ich sehe es wieder nicht, weil ich vorne bin am Fahrzeug und halt irgendwelche Geräte entnehme, habe ich halt immer das Problem. Und so habe ich halt immer den Tank als Puffer, ja, damit ich halt eine gewährleistete Wasserversorgung habe für den Angriffsdruck, der im Gebäude ist. Das ist halt alles, was vor der Pumpe ist. Hinter der Pumpe hat es halt auch noch einen Vorteil. Dazu komme ich jetzt. So, jetzt habe ich hier mal Wasser draufgegeben. Und zwar hätte ich jetzt im normalen Einsatz das Problem, wenn mir jetzt der Schlauch vor der Pumpe platzen sollte, ja, dass ich durch den Hydranten immer noch so viel Druck, ja, von dem Hydranten bekomme, dass ich auf jeden Fall das Niederschraubventil zuschrauben muss, um den Schlauch zu wechseln, der zum Verteiler hingeht. Ja, wenn man sich jetzt mal anguckt, ich mache es einmal auf. Ich habe halt in dem Fall, da habe ich immer noch so 1-2 Bar hier drauf. Ich meine, der Hydrant, der ist relativ schlapp. Beim starken Hydranten wird es anders aussehen. Da wird da noch mehr Wasser rauskommen. Und ich kann so jetzt nicht kuppeln. Wenn ich jetzt einen Schlauch, der sich an dem Abgang befinden sollte, wenn ich den lösen will, habe ich keine Chance. Ich muss das Niederschraubventil zudrehen. Wie ich das halt mache im Einsatz, falls mir mal ein Schlauch hinter der Pumpe platzen sollte. Die Pumpe hat ja quasi auch eine Notausfunktion. Das heißt, auch wenn die Drehzahl oben ist, kann ich einfach hingehen und den Pumpenausschalter drücken. Dann fährt die Pumpe, nimmt sofort den Nebenantrieb raus, fährt die Drehzahl sofort runter und die Pumpe geht aus. Ist jetzt nicht gut für die Pumpe, aber halt im Notfall, wenn der Angriffstrupp im Innenangriff ist und kein Wasser hat, kann man das durchaus machen und das halt als Notfall ansehen. Ja? Ich drehe jetzt einmal Wasser auf. Der falsche Abgang. In die Pumpe rein. Und ich simuliere jetzt einfach mal. Da hinten ist ein Hydranten dran, da ist halt hier mein Schlauchplatzer. Boah, ich bin halt über meinen Tankfüllstutzen dran und muss dann natürlich immer mit der Hand regulieren jetzt. Ne? Wenn der Tank überläuft, mache ich halt ein bisschen zu. Das dauert halt so ein bisschen, bis man das ein bisschen eingependelt hat. Das ist halt natürlich auch ein großer Nachteil, dass der Tank halt auch relativ schnell überlaufen kann. Ich habe halt hier ein bisschen auf, das sieht man ja. Und jetzt in dem Fall wäre es mir halt unmöglich, den Schlauch bei dem Ausgangsdruck von 5 Bar zu kuppeln. Ja? Jetzt kommt es halt zu dieser Notsituation, der Schlauch platzt ab, man sieht es halt da hinten. Und jetzt zeige ich euch einmal, wie ich dann reagieren würde. So, ich merke es, mir sagt halt einer, der Angriffstrupp hat kein Wasser mehr. Ich nehme die Pumpe sofort raus. Schnapp mir halt jetzt den Schlauch. Roll den aus. Und kann jetzt unter dem Druck, der aus dem Tank kommt, den Schlauch umkuppeln. Jetzt nach vorne rennen. Wieder den Verteiler anschließen. Und dann gehe ich halt einfach hin, nehme die Pumpe wieder rein und fahre den Druck wieder hoch. Ja? Und das geht halt nicht, wenn ich über dem Sammelstück bin. Ja, und ich hatte ja gerade gezeigt, wie ich das mache mit dem Wasser. Ja, soll es zu einer Notsituation kommen, wenn hinter der Pumpe ein Schlauch geplatzt ist. Ich weiß nicht, ob es so gut rübergekommen ist, deswegen sage ich jetzt nochmal was dazu. Und im Prinzip bin ich gerade einfach hingegangen, habe die Pumpe notausgemacht und habe das Niederschraubventil aufgelassen. Ich habe das Niederschraubventil gar nicht berührt, habe den Schlauch dann getauscht. Dann kommt zwar Wasser aus dem Abgang raus, aber das ist halt nur der Druck, der aus dem Tank rauskommt. Ja? Und danach bin ich hingegangen, habe die Pumpe dann wieder eingeschaltet und fahre den Druck dann wieder hoch. Ich spare mir einfach die Zeit, das Niederschraubventil komplett zuzudrehen und anschließend wieder aufzudrehen. Das ist halt ein Zeitfaktor und ich finde es halt immer ewig lange, gerade in einer Notsituation, dieses Niederschraubventil zuzudrehen. Das kommt mir halt immer so ewig vor. Und deswegen, wenn ich über den Tankfüllstutzen gehe, gehe ich einfach hin, Pumpe aus, Schlauch kuppeln. Ja, hat man gesehen, ich habe eine nasse Hose bekommen, aber völlig egal, wieder hingegangen, Pumpe an, den gewünschten Druck wieder gewählt, fertig. Okay, jetzt will ich euch einmal den Durchfluss zeigen, den ich jetzt über das Sammelstück bekomme, beim Hydranten, der relativ schwach ist. Also der Hydrant hier macht so um die 800 Liter, das weiß ich. Und jetzt will ich einfach mal den Unterschied sehen. Ich habe jetzt am Sammelstück angeschlossen und will jetzt einfach mal gucken, ab wann
Der Eingangsdruck von 1,5 bar, den ich ja immer haben muss, erreicht ist. Und das gleiche mache ich dann gleich nochmal über den Tankfüllstutzen. Ja, man sieht jetzt, ich habe jetzt 840 Liter und mein Eingangsdruck, der liegt jetzt an der Pumpe bei 1,5 bar. Also hier ist die Grenze. Wie gesagt, der Hydrant, der macht einfach nicht mehr. Und jetzt baue ich mal um und gucke gleich mal, wie es aussieht, wenn ich über, über den Tankfüllstutzen gehe, ob sich da groß was verändert. Und jetzt gucken wir einfach mal über den Tankfüllstutzen, wie viel da reingeht. Und jetzt kann man sehen, der Unterschied ist gar nicht so groß. Jetzt ja, das sind gut 100 Liter weniger, die jetzt über den Tankfüllstutzen einströmen, wie gerade über Sammelstück. Beim Sammelstück waren dann halt immer noch 850. Ja, durch den Tankfüllstutzen geht immer weniger Wasser im Vergleich zum Sammelstück. Die Frage ist halt, wie viel Wasser brauche ich? Der Hydrant, den ich gerade halt gezeigt hatte, der macht 850 Liter über das Sammelstück, 770 Liter grob über den Tankfüllstutzen. Also das heißt, es ist immer weniger Wasser, was im Endeffekt durch den Tankfüllstutzen einfließen kann. Ich habe es halt noch mit zwei anderen Hydranten probiert. Da ging halt knapp 1500 Liter über das Sammelstück, 1000 Liter im Vergleich über den Tankfüllstutzen. Und dann habe ich mal einen Überflurhydrant genommen, der so ungefähr, würde ich mal tippen, 3000 Liter macht. Das habe ich noch nicht ganz ausgemessen, aber da ging über das Sammelstück 1400 Liter die Minute rein. Darauf zu achten ist halt, die Grenze liegt bei dem Tank, bei 1600 Liter, bei 4 bar. Aber da muss man halt gucken, was für ein Fahrzeug man hat und da muss man sich einfach auch an die Herstellervorgaben halten. Jetzt kommen wir auch zum Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, wie immer bei der Feuerwehr ist es halt schwer zu sagen, man muss es so machen oder man muss es so machen. Da muss jeder jetzt seinen eigenen Weg machen. Es gibt halt Leute, die werden immer über das Sammelstück gehen. Es wird Leute geben, die werden immer über den Tankfüllstutzen gehen. Man muss halt immer nur berechnen, wenn ich über den Tankfüllstutzen gehe, habe ich immer weniger Wasser im Vergleich zum Sammelstück. Nur die Frage ist halt, wie viel Liter Wasser brauche ich? Ja, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wenn ich was vergessen habe oder noch Fragen offen sind, einfach mal in die Kommentare schreiben. Wenn es euch gefallen hat, einfach mal einen Daumen hoch. Ja, dann sage ich bis zum nächsten Mal.